Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik, heute zum Thema Gesprächsanalyse. Diese Sitzung schließt sich wunderbar an die der letzten Woche, in der wir uns mit der Sprechakttheorie beschäftigt hatten. Wir hatten da gesehen, dass sich Sprechen als Handeln beschreiben lässt und deswegen haben wir sprachliche Handlungen analysiert. Das macht man in der Gesprächsanalyse eigentlich auch, allerdings ein bisschen unter anderen methodischen und theoretischen Vorzeichen. Denn wir hatten in der Gesprächakttheorie uns ja vor allem einzelne und auch isolierte sprachliche Handlungen angesehen. Und jetzt wollen wir eben uns anschauen, wie sich einzelne Sprechhandlungen in Gesprächen, auch zwischen verschiedenen GesprächspartnerInnen, zu ganzen Sequenzen verketten. Und dazu braucht es eben tatsächlich einen theoretischen und auch methodischen Neuansatz. Und darum soll es heute gehen. Das haben wir heute vor. Es geht zunächst um einige Eigenschaften gesprochener Sprache. Und da wollen wir uns einen Bereich besonders ansehen, nämlich das Wörtchen weil, das sich im gesprochenen Deutsch ganz anders verhält oder mitunter ganz anders verhält als im geschriebenen Deutsch. Dann möchte ich überleiten von der Sprechakttheorie zur Gesprächsanalyse und möchte da einen Bereich besonders in den Blick nehmen, der seit jeher immer die Grundlage bildet für jede Gesprächsanalyse, nämlich die sogenannte Gesprächsorganisation. Da gibt es drei wichtige Bereiche, nämlich die Gesprächseröffnung, die Frage, wie der Sprecherwechsel organisiert wird und schließlich die Frage, wie man eigentlich Gespräche beendet. Das sind die Lernziele der heutigen Sitzung. Sie können die Funktionsweise von weil Sätzen mit Verbzweitstellung in epistemischer und sprechaktbezogener Lesart erklären. Sie können die Grundbegriffe der Gesprächsanalyse definieren und erläutern, welche da sind. Sie können die Grundbegriffe der Gesprächsanalyse definieren, wie Turn, Adjacency, Pair und Sequence. Sie können die Grundprinzipien der Gesprächsorganisation benennen und erläutern. Und schließlich können Sie auch die gesprächsanalytischen Einwände gegenüber der Sprechakttheorie wiedergeben und erläutern. Und damit komme ich zum ersten Thema für heute. Sie alle haben ja sicherlich mal eine Fremdsprache gelernt und haben dann diese typischen Hörverstehensübungen gemacht. In meiner Schulzeit waren das noch Kassetten, die abgespielt wurden. Da gab es dann solche Dialoge zu so typischen Alltagssituationen, wie zum Beispiel Essen bestellen im Restaurant, einen Friseurtermin ausmachen, Smalltalk auf einer Party und sagen, wie alt man ist. Oder eben auch hier eine Reiseplanung. Hier geht es dann vielleicht um sowas wie Konjunktiv 2, wie wäre es, wenn wir nach Rom führen, Rom wäre günstig und so weiter. Aber wir hören uns das Ganze mal an, wie das klingt. Wie wäre es, wenn wir nach Rom führen? Diese Stadt hat mich schon immer fasziniert. Es gibt so viel zu sehen. Außerdem... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ist es dort jetzt nicht ziemlich heiß? Ich vertrage Hitze nicht so gut. Das kann ich gut verstehen. Andererseits wäre Rom günstig, weil ich dort Freunde habe, die etwas außerhalb wohnen und bei denen wir unterkommen könnten. Sei nicht böse, wenn ich dich nochmal unterbreche. Okay, also wir haben es erkannt, es soll offenbar um Konjunktiv gehen. Was fällt sonst noch auf? Wir merken, es ist ausgesprochen deutlich gesprochen, überdeutlich fast. Es gibt zwar Unterbrechungen, aber auch die wirken sehr geordnet. Und insgesamt ist es ein ausgesprochen sauberes Gespräch. Wir merken auch sofort, es ist irgendwie künstlich. So reden Leute nicht wirklich. Wir merken einfach, hier ist ein Gespräch auf dem Papier erdacht worden und ist dann anschließend von Schauspielerinnen eingesprochen worden. Also sowas würden wir vielleicht in einem Roman lesend akzeptieren, aber in einem Film wäre es auch schon komisch und spätestens dann, wenn wir ein solches Gespräch in der Wirklichkeit belauschen würden, würde uns ausgesprochen komisch vorkommen. Ja, wir müssen uns klar werden, für diesen besonderen Zweck, für Deutschlernende aus einem DAF-Lehrwerk, da ist es natürlich am Platz, da muss es gut verständlich sein und hier geht es eben um bestimmte grammatische Strukturen, die vorgeführt werden. Darum geht es mir nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass wir in echt so nicht sprechen. Dafür mal
eine authentische Reiseplanung, wie es eben im Real Life ablaufen könnte. Sie müssen vielleicht jetzt ein bisschen lauter machen, so klingt das. Wo würdest du denn hinwollen? Eine Pause. Es gibt so vieles, was ich noch nicht gesehen habe. Portugal. Ja, es muss halt also was sein, was sich halt für ein Wochenende, also jetzt nicht. Also, ja, am besten mit dem Zug vielleicht erreichbar. Mhm. Der Flug wird eng dann. Den Zug, ich meine, wäre Frankreich. Was ist sonst noch? Niederlande. Ja. Niederlande ist wahrscheinlich im Frühling, ja. Ja, also hier geht es schon mal ganz anders zu, ein bisschen chaotischer. Wir sehen auch, die Notation ist eine andere. Das ist ein gesprächsanalytisches Transkript, was möglichst präzise versucht, die Dinge genauso aufzuschreiben, wie sie gesagt wurden. Mit allen Äms, mit allen Pausen, wie hier zum Beispiel allen Dehnungen von einzelnen Lauten. Portugal heißt es hier. Die ganzen Überlappungen in eckigen Klammern werden genau notiert. Und wir finden, auch wenn wir uns jetzt mal die Sprache selbst anschauen, sehr viele Dinge, die wir so im Geschriebenen nicht finden würden. Viele Satzabbrüche, so eine Konstruktion wie, ja, am besten mit dem Zug vielleicht erreichbar auch. Also hier ist kein Verb, aber auch ansonsten die Wortstellung entspricht nicht den Regeln für geschriebene Sprache. Ich meine, dann wäre Frankreich, also sehr viele auf den ersten Blick syntaktisch unvollständige Konstruktionen, aber eben so reden wir eben. Wenn wir im Alltag miteinander sprechen, dann läuft es vielfach genau so ab. Und für diese Besonderheiten gesprochener Sprache hat sich die Linguistik dann begonnen zu interessieren in der sogenannten gesprochene Spracheforschung. Und da möchte ich ein anderes Beispiel zeigen, was erstmal ein bisschen weniger komplex ist, weil es sich um ein Interview handelt, eine Antwort auf eine Frage, die ein bisschen länger ist und die erstmal besser zu überblicken ist, was für einen Einstieg vielleicht nicht schlecht ist. Toni Kroos, der Fußballspieler, ist anlässlich seines 100. Länderspiels befragt worden in einem Interview und da möchte ich Ihnen hier eine Antwort mal vorspielen. Ja, natürlich, also dessen bin ich mir dann schon bewusst, dass 100 Länderspiele natürlich eine schöne Marke ist, ist auch klar und dass da in den gesamten Jahren auch dann einiges ganz gut gelaufen sein muss, das ist auch klar, weil sonst würde man A nicht immer wieder eingeladen werden und B dürfte man da nicht so oft spielen, von daher ist es eine Konsequenz, finde ich, der gesamten Arbeit, die ich da reingesteckt habe, einfach in meine Karriere und das, ja, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Marke, wobei, wer mich kennt, weiß, dass ich mir grundsätzlich aus Zahlen jetzt nicht so viel ausmache. Also ich bin lieber weiter erfolgreich, aber 100 ist trotzdem natürlich eine Zahl, die ich mir vielleicht damals, wo es losging, hier, glaube ich, mit 19, jetzt nicht erstmal als Ziel gesetzt habe, weil es vielleicht ein bisschen vermessen gewesen wäre. Okay, nur mal bis hier. Wenn Sie genau mitgelesen haben, werden Sie gemerkt haben, dass ich geschummelt habe ein bisschen bei der Niederschrift. Ich habe die Dinge nicht genauso aufgeschrieben, wie sie gesagt wurden, sondern habe hier und da bereinigt. Ich habe ein M weggelassen, manche Wiederholungen wie in habe ich bereinigt und vieles andere mehr. So macht man es eben im Journalismus vor allem. Wer von Ihnen schon mal für eine Zeitung gearbeitet hat, weiß, dass man O-Töne und Interviews nie direkt so aufschreibt, wie sie gesagt wurden. Da sind immer mehrere Reinigungsschritte gewissermaßen mit drin, dass wir es auf die schriftsprachliche Norm bringen. Aber wir sind jetzt hier in der Linguistik und interessieren uns gerade für die Besonderheiten gesprochener Sprache. Ja. Und deswegen hier mal ein bisschen ein detaillierteres Transkript mit den ganzen Besonderheiten. Und ich habe mal so ein paar Dinge hervorgehoben, die ich Ihnen zeigen möchte. Wir finden natürlich die Äms. Wir finden hier sowas wie das, ja. Also als würde er noch mal kurz innehalten und noch mal überlegen wollen, was er eigentlich jetzt als nächstes genau sagen möchte. Und dieses Überlegen wird gefüllt mit ja. Dann finden wir solche dialektalen Anteile damals, wo es losging, statt damals, als es losging. Wir finden solche Einschübe wie find ich, glaub ich.
die wir meistens weglassen können in der Verschriftlichung, ohne dass sich im Sinn irgendwas ändern würde. Noch ein weiteres interessantes Phänomen sehen Sie hier, wobei. Wir kennen wobei als Subjunktion im Deutschen, vergleichbar mit obwohl, wobei auch zu beachten ist, dass, Punkt, 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 hier ist es anders. Hier kommt wobei und dann eine Pause und dann kommt ein ganz neuer Satz. Ja, wir könnten ja auch obwohl einsetzen, obwohl, wer mich kennt, wobei, wer mich kennt. Auch das ist eine Verwendungsweise dieses Wörtchens wobei, die fürs gesprochene Deutsch schon sehr präzise beschrieben und erforscht wurde. Mir soll es aber jetzt im Folgenden um was anderes gehen. Wir finden nämlich in diesem kurzen Auszug zwei Weil-Sätze. Weil, sonst würde man A, nicht immer eingeladen werden und weiter unten, weil es vielleicht auch ein bisschen vermessen gewesen wäre. Ich will jetzt gar nicht viel spoilern, aber schon mal als erster Hinweis, wir finden hier zwei Verwendungsweisen des Wörtchens weil, die wir, wenn wir gesprochene Sprache untersuchen, getrennt voneinander behandeln müssen. Dazu später mehr. Ich möchte zunächst ein Experiment mit Ihnen machen. Und zwar würde ich Sie bitten, dass Sie gleich auf mein Kommando hin das Video kurz stoppen und diesen Satz hier vervollständigen, und zwar dreimal. Sie schreiben mir drei mögliche Fortsetzungen für den Satz. Ich bin müde, weil... Okay, stopp. Gut, vielen Dank. Jetzt haben Sie hoffentlich drei Sätze auf dem Papier stehen. Unser Experiment geht noch weiter, denn ich präsentiere jetzt hier drei Sätze, die Sie bitte auf Ihre grammatikalische Korrektheit hin beurteilen. Auf einer Skala von 1, das wäre total falsch, bis 5, vollkommen korrekt. Stellen Sie sich also vor, Sie sind Lehrerinnen oder Lehrer, viele von Ihnen gehen ja ins Lehramt, und Sie sollen jetzt in Aufsätzen von Schülerinnen und Schülern Sätze, sind die Texte korrigieren, müssen das ja auf Rechtschreibung, aber auch auf Grammatik hin beurteilen. Und jetzt beurteilen Sie bitte diese drei Sätze. Und zwar jetzt. Gut, vielen Dank. Wir beginnen mal mit dem ersten Teil. Ich hatte das Experiment schon mal gemacht in einer früheren Ausgabe der Vorlesung und da hatten die Probandinnen und Probanden mir zum Beispiel solche Sätze genannt. Ich bin müde, weil ich zu viel aufgestanden bin, weil ich am Montag zu viele Gedanken mache, weil ich zu wenig schlafe. Ich den ganzen Tag gelernt habe, die Nacht nicht erholsam war, ich wenig geschlafen habe. Was fällt auf? Wir finden immer das Verb an letzter Stelle. So ist es auch tatsächlich die grammatische Norm, die sogenannte Verb-Letztstellung, weil leitet einen Nebensatz ein und wir wissen, im Deutschen haben Nebensätze Verb-Letztstellung. Ja, das unterscheidet es vom Englischen zum Beispiel, da haben wir das nicht. Der zweite Teil des Experiments, hier die Ergebnisse von damals, der erste Satz, ich studiere auf Lehramt, weil ich gerne mit Jugendlichen arbeite, wir sehen, Verb-Letztstellung, ist von den allermeisten als sehr korrekt beurteilt worden. Ganz anders die Sätze 2 und 3. Die sind bei den meisten durchgefallen, galten als grammatikalisch falsch, sind teilweise sogar total falsch, was ich erstaunlich finde, weil sie ja eigentlich total in Ordnung sind, bis auf vielleicht die eine Tatsache, dass wir hier weil mit Verb-Zweitstellung haben. Also weil ich habe an dem Tag 5 Lehrveranstaltungen und weil bisher habe ich ziemlich viel gutes Feedback bekommen. Hier haben wir nicht die eigentlich geforderte Verb-Letztstellungsstruktur, sondern hier leitet weil einen eigenen Hauptsatz ein. Ich habe an dem Tag 5 Lehrveranstaltungen und bisher habe ich ziemlich gutes Feedback bekommen, sind Hauptsätze mit Verb-Zweitstellung und deswegen sprechen wir auch von eingeleiteten Hauptsätzen. Und das lehnen die meisten von Ihnen ab, wenn die Frage ist, ist es grammatikalisch korrekt? Sie würden also sagen, das ist grammatikalisch falsch. Okay. Ich hatte das Experiment noch fortgeführt und hatte diejenigen gebeten, die den Satz 3 als falsch beurteilt haben, gebeten, ihn zu verbessern. Also ihn so zu ändern, dass er grammatikalisch richtig ist. Auch das würde ich Sie bitten zu tun, und zwar jetzt.
Gut, damals hatte ich folgende Vorschläge bekommen. Die allermeisten haben einfach das hier gemacht. Sie haben einfach aus dem Verb zweit einen Verb-Letztstellungsweilsatz gemacht. Haben also einfach den vermeintlichen Fehler so korrigiert, dass sie die Wortstellung geändert haben. Dann heißt der Satz: Die digitale Vorlesung läuft soweit gut, weil ich bisher ziemlich viel gutes Feedback bekommen habe. Ich möchte aber gleich die Rückfrage stellen: Ist das wirklich das Gleiche? Also, es ist jetzt grammatisch in Ordnung, aber bedeutet es noch das Gleiche? Für mein Sprachgefühl bedeutet Satz 3a jetzt ungefähr so viel, dass das gute Feedback die Ursache dafür ist, dass die Vorlesung gut läuft. Also, warum läuft die Vorlesung gut? Was sind die Gründe dafür, für das gute Laufen, das gute Feedback? Das könnte man irgendwie so deuten, dass man sagt, ja, gutes Feedback gibt mir Auftrieb als Lehrperson und deswegen kann ich besser performen oder so. Aber eigentlich ist das nicht gemeint. Ja, sondern in Satz 3 ist für mein Empfinden die Bedeutung eine andere. Nämlich irgendwie sowas wie: Die digitale Vorlesung läuft soweit gut. Ja? Zumindest besteht Grund zu dieser Annahme, dass sie gut läuft, weil das Feedback bisher ausgesprochen gut ist. Irgendwie sowas in der Art. Ein anderer Vorschlag, der mir gemacht wurde, sieht so aus, dass stattdessen die Konjunktion geändert wurde. Nämlich statt weil wurde denn eingesetzt. Dann kann Verbzweitstellung stehen bleiben, denn denn braucht Verbzweitstellung. Dann heißt der Satz: Die digitale Vorlesung läuft soweit gut. Denn bisher habe ich ziemlich viel gutes Feedback bekommen. Das ist grammatikalisch korrekt und ist auch lässt auch den Sinn tatsächlich unangetastet. Ja? Hier wird auch ein Grund geliefert, allerdings nicht so sehr für die Tatsache, dass die Vorlesung gut läuft, sondern vielmehr für die Annahme, dass die Vorlesung gut läuft. Oder meine, die, wie ich auf die Idee komme, dafür liefere ich einen Grund. Das ist auch noch ein Vorschlag, der gemacht wurde, den ich auch sehr elegant finde, der es auch erlaubt, die Verb-Zweitstellung zu lassen. Hier wird einfach die Konjunktion ganz weggenommen. Dann heißt es: Die digitale Vorlesung läuft gut soweit. Bisher habe ich ziemlich viel gutes Feedback bekommen. Das funktioniert. Wir können hier es gewissermaßen im Impliziten lassen, dass die beiden Sätze miteinander in einer Kausalrelation stehen. Und finde ich eine sehr elegante Lösung, die tatsächlich ganz gut das einfängt, was ich mit diesem Satz, den ich ja konstruiert habe, mal zeigen wollte. Wir haben hier also einfach zwei Hauptsätze. Digitale Vorlesung läuft gut. Bisher habe ich so gutes Feedback bekommen und die stehen in der Begründungsrelation zueinander, aber in einer ganz bestimmten Art der Begründungsrelation. Und das möchte ich Ihnen im Folgenden zeigen. Gehen wir nochmals zurück zu Ihren Sätzen: Ich bin müde, weil ich schlecht geschlafen habe. Verb-Letztstellung. Das ist das, was wir eine sogenannte propositionale Begründung nennen. Oder anders gesagt, hier werden Sachverhalte begründet. Ein Sachverhalt wird mit einem anderen Sachverhalt begründet. Da gibt es einen ganz einfachen Test, wenn wir einfügen können, und das ist so, weil, dann ist es eine propositionale Begründung. Ich bin müde und das ist so, weil ich schlecht geschlafen habe. Jetzt nehmen wir uns mal Satz 5, wiederum weil mit Verb-Zweitstellung. Martin ist betrunken, weil er torkelt so. Wenn wir jetzt hergehen und wie oben mal versuchsweise gezeigt, es einfach umdrehen, Verb-Letztstellung draus machen: Martin ist betrunken, weil er so torkelt. Dann merken wir, das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Dann ist es zwar grammatisch korrekt, aber inhaltlich macht es überhaupt keinen Sinn, zu sagen, dass sein Torkeln die Ursache für die Trunkenheit ist. Wir können nur betrunken werden, indem wir Alkohol trinken, aber nicht, weil wir torkeln. Umgekehrt macht es Sinn. Wir könnten sagen: Martin torkelt, weil er betrunken ist, aber nicht: Martin ist betrunken, weil er torkelt. Ja? Das heißt, wir sehen, dass es sich hier um eine andere Form von Begründung handelt, was deutlich wird, wenn wir es mal umformulieren. Wir können Satz 5 mal ein bisschen ausführlicher so formulieren: Martin ist offenbar betrunken, weil er torkelt so.
Ja, wir sehen also, dass er betrunken ist, ist gar nicht mal so sehr als Tatsache gesetzt, sondern ich vermute es nur oder ich mache eine Annahme, eine Behauptung und wie ich darauf komme, das begründe ich. Und das nennen wir eine epistemische Einstellungsbegründung. Epistemisch heißt wissensbezogen, also oder auch bezogen auf Annahmen, auf Vermutungen, auf Glaubenszustände und die werden begründet. Hier wäre der Test also, und darauf komme ich, weil. Das können wir hier einfügen. Martin ist offenbar betrunken und darauf komme ich, weil, oder das nehme ich an, weil er torkelt so. Gut, und jetzt nochmals hier zurück zu diesem Beispiel. Die digitale Vorlesung läuft soweit gut, weil bisher habe ich gutes Feedback bekommen. Wir hatten gesehen, diese Umformung in Verb-Letzt-Stellung korrigiert die Grammatik, verändert aber den Sinn. Wenn wir aber das hier einfügen, dann fängt es an, plötzlich zu funktionieren. Die digitale Vorlesung läuft soweit gut. Und darauf komme ich, weil ich bisher ziemlich viel gutes Feedback bekommen habe. Ja, und dieses darauf komme ich expliziert gewissermaßen die epistemische Funktion dieser Begründung. Und jetzt zurück zu den Beispielen, die ich Ihnen bei Toni Kroos gezeigt habe. Ich spiele es nochmals vor. Dass da in den gesamten Jahren auch dann einiges ganz gut gelaufen sein muss, das ist auch klar, weil sonst würde man A nicht immer wieder eingeladen werden und B dürfte man da nicht so oft spielen, von daher. Okay, hier haben wir auch wieder weil mit Verb-Zweitstellung, weil sonst würde man nicht immer eingeladen werden, statt weil man sonst nicht immer eingeladen werden würde. Das wäre Verb-Letztstellung. Und jetzt schauen wir mal, was davor steht. Hier steht, dass da einiges ganz gut gelaufen sein muss. Das ist auch klar. Beginnen wir mal mit dem Muss. Das ist eine Verwendungsweise des Modalverbs müssen, die wir die epistemische Verwendungsweise nennen. Es muss gut gelaufen sein. Ja, er muss einkaufen gewesen sein. Der Kühlschrank ist voll oder ähnliches. Das lässt sich paraphrasieren mit, es besteht eine zwingende Notwendigkeit zu der Annahme. Ja, so ist der Sinn von dieser Verwendungsweise von müssen. Also auch was Epistemisches. Es geht weiter mit, das ist auch klar. Auch hier geht es ja um Annahmen, um Vermutungen, um Evidenzen und so weiter. Auch hier also wissensbezogen, was hier explizit gemacht wird. Und dann kann es fortgesetzt werden mit weil, mit Verb-Zweitstellung. Anderes Beispiel aus einem anderen Interview mit Toni Kroos. Ich glaube schon, dass wir trotzdem noch Risiko gegangen sind, weil wir haben, glaube ich, teilweise hinten 1-gegen-1 gespielt. Ja. Wiederum bei der Zweitstellung, weil wir haben hinten 1-gegen-1 gespielt. Und das soll begründen, dass sie Risiko gegangen sind. Das Fußballjargon bedeutet so viel wie riskant spielen, offensiv nach vorne. Weil es wäre Quatsch zu sagen, dass das 1:1 die Ursache dafür ist, dass sie Risiko gegangen sind. Ja, die Ursache könnte sein, weil der Trainer uns das gesagt hat, weil wir unbedingt gewinnen wollten oder ähnliches. Was hier begründet wird, ist weniger das Risiko gegangen, sondern dass ich glaube. Ja? Ich glaube schon, dass wir Risiko gegangen sind. Und warum glaube ich das? Wie komme ich darauf? Weil wir haben, glaube ich, teilweise hinten 1-gegen-1 gespielt. Auch hier wieder wird das Epistemische durch das Ich glaube explizit gemacht. Wichtig zu sagen, dass, und daraus zeigt das letzte Beispiel, ich spiele es nochmal vor. Jetzt nicht erstmal als Ziel gesetzt habe, weil es vielleicht ein bisschen vermessen gewesen wäre. Das war ja aus dem ersten Interview-Snippet. Wir sehen hier, Toni Kroos kann schon weil mit Verb-Zweit, mit Verb-Letztstellung verwenden, wenn es inhaltlich geboten ist. Es ist also nicht so, dass Toni Kroos einfach die Grammatik des Deutschen nicht beherrscht und deswegen weil mit Verb-Zweitstellung verwendet, sondern im gleichen Interview, in der gleichen Antwort sogar, verwendet er die grammatikalisch korrekte Form, weil hier eben tatsächlich eine propositionale Begründung geliefert wird. Es wäre damals vermessen gewesen und deshalb hat er sich nicht aufs Ziel gesetzt. Also der eine Sachverhalt mit dem anderen Sachverhalt wird begründet. Und ganz wichtig zu sagen, es hat nichts mit Bildung zu tun oder ähnliches. Es sind auch nicht nur Fußballer, die so reden. Ich selber benutze bei der Zweitstellung so,
Meine Professorinnen und Professorenkollegen tun das. Angela Merkel, Christian Drosten, Sandra Ziesek. Und achten Sie bitte drauf, Sie auch. Also wenn Sie jetzt mit offenen Ohren durch die Welt laufen, werden Sie ständig merken, dass Sie das selber benutzen, dass es Ihre Mitmenschen benutzen. Im Gesprochenen, da ist es wirklich vollkommen akzeptiert. Zusammenfassend, weil mit Verb-Zweitstellung führt zu einer epistemischen Lesart. Epistemisch heißt wissensbezogen. Sie beantworten dann, solche Sätze beantworten eher die Frage, woher weißt du das, als warum ist das so? Schließlich können wir sehen, dass bei weil mit Verb-Zweitstellung die Faktizität dessen, was im Matrixsatz ausgedrückt wird, eher nur vermutet wird. Bei Verb-Letztstellung hingegen wird die Faktizität vorausgesetzt. Dazu ein Minimalpaar, wie wir das nennen. Sie kennen das aus der Phonologie, dass wir in zwei Wörtern nur einen Laut verändern, um zu gucken, ob es dann einen Bedeutungsunterschied macht. Und hier verändern wir jetzt nur mal die Wortstellung. Sie ist Millionärin, weil ihr Startup geht durch die Decke. Versus, sie ist Millionärin, weil ihr Startup durch die Decke geht. In Satz 11 wissen wir noch gar nicht, dass sie Millionärin ist. Wir vermuten es nur. Und wir haben Grund zu dieser Annahme, weil wir wissen, dass ihr Startup durch die Decke geht. Bei Satz 12 hingegen, da wissen wir, dass sie Millionärin ist und wir finden den Grund für ihr Millionär-Dasein in der Tatsache, dass ihr Startup durch die Decke geht. Ja, und deswegen ändert sich die Faktizität, das, was hier im Matrixsatz, das wäre das Millionärin hier ausgedrückt wird. Sie sehen auch hier, dass wir hier eine kleine Pause haben. Die habe ich hier expliziert. Wir finden das auch hier bei Toni Kroos, weil deutlich eingeatmet. Ganz häufig finden wir also in diesen Verb-Zweitstellungen eine bestimmte prosodische Struktur, eine Pause. Und deswegen gibt es Grund dazu, das als sogenannten Diskursmarker zu beschreiben. Da gibt es noch andere, obwohl oder wobei in der genannten Verwendungsweise, sowas wie jedenfalls oder was ich noch sagen wollte. Solche zwei verschiedene Teile von Gesprächsäußerungen verknüpfenden Marker. Ich möchte das nur einmal kurz erwähnt haben. Bei Interesse können Sie sich gerne einlesen in die Literatur über Diskursmarker, zum Beispiel hier bei Gohl und Güntner. Es gibt noch eine letzte Variante, die sogenannte sprechaktbezogene Variante, die sich nicht ganz einfügt in die Deutung mit der epistemischen Einstellungsbegründung, die aber trotzdem mit Verb-Zweitstellung funktioniert. Dazu ein Beispiel. Entschuldigung, verzeih mir, was das halt genau ist. Das ist das Gerät, ja. Nein, was du da machst, wo du das brauchst. Ach so. Das ist eine sehr lange Geschichte, das ist vor allen Dingen auch recht langweilig. Kurzfassung bitte, halt genau noch mal. Okay. Na, hier geht es um einen Friseurbesuch. Ich komme später auf das Beispiel nochmal zurück. Hier geht es mir jetzt nur um das Kurzfassung bitte, weil ich bin noch am Haare schneiden. Auch hier wieder bei mit Verb-Zweitstellung, wie gesagt. Und hier finden wir davor einen direktiven Sprechakt, Kurzfassung bitte. Und dieser Sprechakt wird begründet. Wir können also hier es mal so versuchen so zu paraphrasieren. Kurzfassung bitte und das sage ich oder und diese Bitte äußere ich, weil. Wenn das möglich ist, dann handelt es sich um eine sprechaktbezogene Begründung. Anderes Beispiel wäre, sage ich häufig zu meiner Tochter, wir müssen jetzt nach Hause, sonst verpassen wir den Zug, weil sonst verpassen wir den Zug. Oder Ähnliches. Ja. Auch das wäre wieder eine Aufforderung oder versprochen, weil ich habe doch schon das letzte Mal gesagt und so weiter. Auch das sind mögliche Sprechakte, die dann mit Verb-Zweitstellung begründet werden. Wir finden also, das möchte ich als allgemeines Fazit festhalten von diesem Thema, in detaillierten Untersuchungen von mündlichem Sprachgebrauch von Weilsätzen eine ganz deutliche Form- und Funktionskorrelation. Je nachdem, für welche Form wir uns entscheiden, erfüllen sie eine andere Funktion. Es ist nicht so, dass das eine richtig und das andere falsch wäre, sondern sie haben einfach unterschiedliche Einsatzbereiche.
und lassen sich deswegen auch nicht einfach problemlos ineinander überführen oder nur auf die Gefahr hin, dass der Sinn sich ändert. Wir finden bei Weil mit Verb Zweitstellung oft eine besondere prosodische Pause, ein Einatmen nach dem Weil. Und wir können dann festhalten, dass im mündlichen Sprachgebrauch diese Weil-Verwendungsweise weithin akzeptiert ist und eben hier im Mündlichen auch funktional bestimmbar ist. Und wie gesagt, es hat nichts mit Bildung zu tun, auch nicht so sehr mit der Formalität. Gut, in der Tagesschau direkt hören Sie es nicht, aber ansonsten in Talkshows bei Markus Lanz und so ständig achten Sie mal drauf. Im schriftlichen Sprachgebrauch allerdings, das ist wichtig zu sagen, ist und bleibt bei der Zweitstellung normwidrig. Wenn Sie also Lehrerinnen und Lehrer werden und Sie in den Aufsätzen Ihrer Schülerinnen und Schüler Weil mit Verb Zweitstellung finden, dann und sollen Sie monieren. Ich kann Ihnen aber auch jetzt schon sagen, es wird nicht oder kaum passieren. Gibt es auch Untersuchungen zu, in Texten von Schülerinnen und Schülern, Aufsätze, genauso wie WhatsApp-Nachrichten, da findet sich diese Formulierung nicht. Nicht im Schriftlichen, sehr wohl, aber im Mündlichen. Ja, und das ist natürlich ein faszinierendes Ergebnis, dass wir offenbar fürs Mündliche und fürs Schriftliche jeweils unterschiedliche grammatische Normensysteme und verschiedene Akzeptabilitätsstandards haben. Gut, damit komme ich zum nächsten Thema, von der Sprechakttheorie zur Gesprächsanalyse. Wir hatten jetzt also meinen ersten Einblick, mit was für Daten wir arbeiten in der gesprochenen Spracheforschung und in der Gesprächsanalyse. Und das ist ganz anders als bei der Sprechakttheorie, denn dort hatten wir uns beschäftigt mit einzelnen, weitgehend isoliert betrachteten Äußerungen. Ein Versprechen, eine Warnung, eine Taufe, als ob Reden so funktionieren würde, dass wir quasi in den leeren Raum so einzelne Äußerungen reinsetzen. Aber es ist doch so, dass mündlicher Sprachgebrauch typischerweise dialogisch ist. Also wir sprechen mit anderen Menschen und da gibt es auch sowas wie Sprecherwechsel und so weiter. Denken Sie doch mal nach, die letzten 36 Stunden, wenn Sie mündlich gesprochen haben, also nicht geschrieben, sondern tatsächlich gesprochen, wie viel davon war in Gesprächskonstellationen? Das allermeiste wahrscheinlich. Ja? Was ich gerade hier tue, mit dem Computer reden, ist eine sehr untypische Art des mündlichen Sprachgebrauchs. Und wir können dann aber auch feststellen, dass in Dialogverläufen der illokutionäre Gehalt einer Äußerung, und darum soll es ja gehen in der Sprechaktanalyse, auch von der sogenannten sequentiellen Position abhängig sein kann. Also je nachdem, was davor und danach kommt. Mal als Beispiel die Äußerung, dafür musst du bezahlen, die vielleicht zunächst mal wie so eine Drohung klingt, ist keine, wenn wir wissen, dass davor die Frage stand, kann ich mir hier einfach eins nehmen? Ja, und so können wir den illokutionären Gehalt gar nicht wirklich bestimmen in Gesprächskontexten, ohne zu wissen, was davor und manchmal auch, was danach jeweils kommt. Und genau das macht nun die Gesprächsanalyse. Sie schaut sich Gesprächssequenzen an, und zwar authentische Gesprächssequenzen. Wir haben in der Sprechakttheorie meistens erfundene Beispiele, konstruierte, fingierte Beispiele, mit denen wir dann einiges zeigen wollen. Es kommt ja aus der Philosophie, die Sprechakttheorie. Aber wenn wir uns mit Gesprächssequenzen beschäftigen, die können wir uns nicht ausdenken. Da müssen wir ein Diktiergerät hinlegen, transkribieren oder filmen und transkribieren. Und das sind dann unsere Daten. Und das hat man eben angefangen vor ungefähr 50 Jahren. Allerdings nicht in der Linguistik, auch wenn es da besonders dankbar aufgegriffen wurde, sondern in der Soziologie. Gesprächsanalyse ist gestartet als eine Methode der sogenannten Mikrosoziologie. In der Soziologie ganz generell stellt man sich immer eine ganz wichtige Grundfrage, nämlich wie ist eigentlich soziale Ordnung möglich? Denn dass unsere Gesellschaft in irgendeiner Form geordnet ist und nicht einfach totales Chaos, das ist ja eine Tatsache. Die Frage ist aber, wie kommt es eigentlich dazu? Ganz kurzer fachgeschichtlicher Exkurs. Früher
so vor 300-400 Jahren, vor 400 Jahren sagen wir, da gab es ja die Ständeordnung, die auch naturrechtlich als Gottes Wille legitimiert war. Da hat sich die Frage gar nicht so wirklich gestellt, wie soziale Ordnung wirkt. Da war eben die Ordnung einfach so, wie sie war, und die war auch unverrückbar so. Kennen wir ja alle, wie unüberwindbar auch die Standesgrenzen waren. Im Zuge der Modernisierung, Industrialisierung, wo diese Strukturen aufgeweicht wurden, Aufstieg des Bürgertums und so weiter, ist dann die soziale Ordnung plötzlich nicht mehr selbstverständlich gewesen, ist problematisiert worden, ist thematisch geworden, und dann ist im Nachgang der Französischen Revolution dann die Soziologie begründet worden als Theorie der Gesellschaft, wie wir sie heute kennen. Und man hat dann meistens so große soziale Ordnungen in den Blick genommen, eben sowas wie Schichten, Stände, aber auch Funktionsbereiche, sowas wie Kunst, Wissenschaft, Religion, Wirtschaft, Rechtsprechung, also große Funktionsbereiche. Aber man kann auch Mikrosoziologie betreiben, wo man sich ganz konkrete Miniaturbeispiele von sozialer Ordnung anschaut, nämlich in konkreten Interaktionen. Wenn zwei Menschen oder mehrere Menschen in Kopräsenz miteinander handeln, und das ist dann in den 50er, 60er Jahren zum Gegenstand der Soziologie geworden in den USA. Und man hat dann schnell erkannt, dass Gespräche ein Paradebeispiel sind für hochgradig geordnete Geschehen, und zwar solche, die nicht geskriptet sind. Wir kennen noch viel geordnetere Geschehen als Gespräche, eine Militärparade zum Beispiel, wo nicht nur die einzelnen Soldatinnen und Soldaten in Reihe und Glied marschieren und jeder Bewegungsablauf genau strukturiert ist, sondern da gibt es auch ein Skript. Da ist vorher ganz genau geplant, wer wann was in welcher Reihenfolge zu tun hat. Gespräche, also Alltagsgespräche, da gibt es kein Skript und trotzdem laufen sie geordnet ab. Das haben Sacks, Shackleton, Jefferson gezeigt. Ich werde nachher noch genauer darauf eingehen. Zum Beispiel ist es ja doch so, dass wir meistens abwechselnd reden und eben nicht gleichzeitig. Es gibt zwar immer mal wieder einzelne Unterbrechungen oder kurze Überlappungen, die werden aber meistens sehr schnell behoben. Meistens ist es doch so, wir reden abwechselnd. Allerdings ohne, dass es einen vorher abgestimmten Zeitplan gegeben hätte und auch ohne, dass die Themen abgesprochen gewesen wären. Ja, so war es bei diesem DAF-Lehrwerksdialog. Das war geskriptet, das andere war einfach ein freies Gespräch, aber auch da gab es sowas wie Sprecherwechsel. Und der muss dann, also on the fly, während man das Gespräch führt, muss der organisiert werden. Und das ist dann ein Untersuchungsgegenstand der Mikrosoziologie gewesen. Und das war die Geburtsstunde der Gesprächsanalyse. Man hat sich also vor allem Gesprächsorganisation angeschaut. Gar nicht mal so sehr, worüber eigentlich geredet wird. Auch nicht so sehr die Frage, welche grammatischen Strukturen finden wir in Gesprächen. Das kam dann später auch dazu. Aber zunächst mal nur diese Frage, wie wird eigentlich ein Gespräch so organisiert, dass Ordnung herrscht. Und hier mal gibt es dann drei Bereiche, die man sich anschauen kann, nämlich wie werden Gespräche eröffnet, wie werden sie am Laufen gehalten und wie werden sie beendet. Wir beginnen mit der Gesprächseröffnung. Dazu mal ein Beispiel. Ja, guten Tag, Frau Dittmar. Willkommen bei uns hier. Ja, hallo, Herr Wallinde. In Hamburg. Wie war die Anfahrt? Hat alles super geklappt, super pünktlich. Ist ja ein Stück von Berlin, ne? Ja, mit dem Zug, aber relativ gut zu erreichen. Ja, na, ganz typisch haben Sie ja das Hamburger Wetter erreicht hier. Genau, das ist ein Vorstellungsgespräch, Sie haben es wahrscheinlich schon erraten können. Ein ganz typischer Verlauf. Es gibt am Anfang immer diese Smalltalk-Phase und die braucht es auch. Stellen Sie sich vor, dass Sie in ein Vorstellungsgespräch reinkommen und es geht sofort los, ohne jede Vorwarnung, mit: Warum haben Sie sich bei uns beworben? Das wäre ausgesprochen unhöflich und würde auch nicht gut funktionieren. Es braucht so eine Aufwärmphase, bis man ins eigentliche Gespräch einsteigen kann. Und hier so ein paar typische Schritte: Gruß gegen Gruß, guten Tag Frau Dittmar, hallo Herr Wallinder, dann so eine Frage, wie war die Anfahrt, als Antwort alles gut geklappt, nochmal eine höfliche Rückfrage, ist ja ein Stück,
Man geht dann nochmal höflich darauf ein, ja, gut zu erreichen, dann redet man übers Wetter. Das ist mehr oder weniger inhaltsleer und auch total vorhersehbar. Es geht auch gar nicht so sehr darum, was man hier sagt, sondern dass man überhaupt sich so schrittweise aneinander annähert und so eine Art gemeinsame Basis findet, auf Grundlage derer man dann sprechen kann. Es handelt sich um also einen sehr rituellen Austausch von Begrüßungsformeln. Das soll gar nicht wertend gemeint sein, als im Sinne von rein ritualisiert. Es braucht tatsächlich diese Aufwärmschritte. Und wir können hier auch sehen, dass die Gesprächseröffnung auch etwas ist, was gemeinsam vollzogen wird. Zwar hat Herr Valinda als Gastgeber hier gewissermaßen den Hut auf. Er begrüßt als erstes, er fragt nach und Frau Dittmar antwortet. Also es gibt klar verteilte Rollen, aber trotzdem ist es so, dass man ein Gespräch nicht alleine eröffnen kann. Es braucht die Mitwirkung des Gegenübers und dann kann später gestartet werden. Wenn dann das Gespräch läuft, dann kommt es eben normalerweise zu so einem Hin und Her. Die Leute sprechen abwechselnd. Und hier jetzt mal so ein Beispiel, das, was ich Ihnen eben schon angeteasert hatte. Ich spiele es nochmal vor. Du nur erzähl mir, was das halt denn genau ist. Das Gerät, ja. Nein, was du da machst, wofür du das brauchst. Ach so, das ist eine sehr lange Geschichte, das ist vor allen Dingen auch recht langweilig. Kurzfassung, bitte, halt genau noch ausschneiden. Okay. Okay, die Geschichte, der Kontext ist der, hier ist jemand beim Friseur. Sie kennen ja vielleicht Menschen, die nur zum Friseur gehen, weil sie den, oder die besonders gerne zum Friseur gehen, weil sie den Smalltalk so lieben. Manche finden genau das Schlimme am Friseur, dass man Smalltalken muss, aber normalerweise plaudert man ja mit dem Friseur. Und das ist so ein Friseurgespräch. Hier ist ein Germanistikstudent, der beim Friseur ein Diktiergerät hingestellt hat, weil er Gesprächsdaten aufzeichnet. Und dann kommt irgendwann der Friseur auf dieses Gerät nochmal zu sprechen und fragt, erzähl mir, was das ist, wenn ich darf. Und er sagt, das Gerät? Ja, nein, wofür du das brauchst? Ach so, ja, das ist eine langweilige Geschichte. Also ich könnte dir schon erzählen, wenn es dich wirklich interessiert, es ist langweilig. Also er gibt ihm nochmal die Gelegenheit, auszusteigen, auf bitte die Geschichte zu erzählen. Und er sagt, ja, mach's halt kurz, weil ich bin noch im Haare schneiden und dann kommt die Geschichte. Was wir hier sehen, ist genau das, was Hatschbin Wufit so beschrieben haben. Und darum geht es in der Gesprächsanalyse. Es geht darum, zu zeigen, to discover how participants understand and respond to one another in their turns at talk, with a central focus on how sequences of action are generated. Es geht also darum, die Co-Production of Mutual Understanding nachzuvollziehen. Was ein Turn ist, werde ich gleich noch genauer erklären. Wir können zunächst mal sagen, das ist der Gesprächsschritt, der einzelne Gesprächszug, also wie die Teilnehmer einander verstehen und aufeinander antworten in ihren Gesprächsbeiträgen und wie sie dann ganze Handlungssequenzen hervorbringen. Die Sequenz, ganz kurz gesagt, Aufforderung, die Geschichte zu erzählen, dann nochmal Rückversicherung, worüber genau gesprochen werden soll, ob wirklich erzählt werden soll, und dann kommt die eigentliche Geschichte. Und diese Sequenz wird hier der Reihe nach vorgebracht und dann kommt zu sowas wie wechselseitiges Verstehen und das wird hier koproduziert durch beide. Ja, wir werden uns nachher noch genauer anschauen, wie das genau abläuft. Zunächst mal die wichtigsten Termini, nämlich das Turn. Das ist der zentrale Grundbegriff der Gesprächsanalyse. Das hat Goffman klassisch so definiert, ein Turn ist das, was ein Individuum tut und sagt, während es an der Reihe ist. Wir kennen das aus dem Englischen, wenn wir sagen, it's your turn oder it's my turn, ich bin dran. Dran sein, an der Reihe sein, das ist, das wäre der Turn. Und wichtig ist zu sagen, dass ein Turn sprachlich sein kann, aber nicht muss. Manchmal in meinen Lehrveranstaltungen, oder Sie werden Sie auch in der Schule dann sehen, Sie stellen eine Frage, zum Beispiel frage ich, erinnert sich jemand von Ihnen, was ein Turn ist? Kann es jemand nochmal hier?
Und niemand antwortet, alle gucken, sitzen sie da und gucken betreten an die Decke oder kruscheln in ihren Unterlagen. Dann sind sie an der Reihe und dass sie nichts tun, ist dann auch wiederum bedeutsam. Ja? Anderer Fall, wir sagen nicht, wir bringen keinen Satz hervor, sondern wir sagen nur am. Auch am wäre ein Turn, ein einzelner Gesprächszug, ohne dass es aber ein Satz ist. Ja? Also in der herkömmlichen linguistischen Analyse ist ja der Satz die Grundeinheit von Texten, in Gesprächen hingegen ist der Turn die Grundeinheit von Gesprächen. Und das Turn-Taking nun wäre der Sprecherwechsel, so nennen wir das im Deutschen, so wird es gemeinhin übersetzt. Allerdings ist Turn-Taking eigentlich viel aktivischer zu verstehen. Nicht so sehr etwas, was sich einfach nur ereignet, sondern was Sprecherinnen tun, um die Turns wechselweise zu vergeben. Weiterhin ist es so, dass Turns typischerweise in Paaren strukturiert sind, als Paare auftreten. Dahingehend, dass ein Turn einen anderen Turn erwartbar macht, und zwar einen bestimmten Turn. Gruß gegen Gruß haben wir gesehen gerade im Vorstellungsgespräch. Frage-Antwort, Vorwurf-Rechtfertigung und schönes Beispiel Liebeserklärung, die wir üblicherweise mit Liebeserklärungen beantworten müssen. Sie können ja mal den Test machen, wenn das nächste Mal Ihre Partnerin oder Ihr Partner zu Ihnen "Ich liebe dich" sagt, sagen Sie ihm einfach mal gar nichts. Ja? Oder irgendwas anderes. Ja? Aber vielleicht ist es keine gute Idee, denn Liebeserklärungen müssen normalerweise mit Gegenliebeserklärungen beantwortet werden. Alles andere verursacht Streit oder zumindest macht es argwöhnisch. Okay. Und diese Paare strukturieren und ganz grundlegend. Frage-Antwort, wie gesagt. Gruß gegen Gruß. Verabschiedung. Bitte zu erklären und dann kommt die Erklärung. Nachfrage, Erläuterung, immer gibt's in Paaren. Und so werden dann Sequenzen hervorgebracht. Sequenzen sind Abfolgen von einzelnen Turns. Und jetzt wiederum Goffman. Turns, Abfolgen, bei denen auf den Schritt des einen Partizipanten der eines anderen folgt. Und der erste Schritt den Rahmen für den zweiten absteckt und der zweite die Bedeutung des ersten bestätigt. Ja, es wird also ein Frame aufgemacht und der wird dann ratifiziert, so können wir das auch sagen. Und das wird besonders deutlich bei Fällen, wo es zu Missverständnissen möglicherweise kommt. Sie kennen das alle, wenn Sie was äußern, was Sie gar nicht als Vorwurf gemeint haben. Der andere nimmt es aber als Vorwurf wahr und rechtfertigt sich dementsprechend, weil er eben einen bestimmten Rahmen abgesteckt sah, den er dann mit einer Rechtfertigung bedient. Und dann haben sie die Möglichkeit einzugreifen und sagen, das war doch gar nicht als Vorwurf gemeint, ich habe es doch nur gesagt oder ähnliches. Ja? Oder auch bei Beleidigungen, wenn sie durch beleidigt reagieren, überhaupt erst klar machen, dass sie was als Beleidigung aufgefasst haben. Ja, das wären solche Missverständnisfälle, aber ansonsten eben, wenn sie einen Vorwurf formulieren, der auch genau solcher gemeint ist, dann wird klar, dass der andere es genauso verstanden hat, in dem Moment, wo er eine Rechtfertigung vorbringt. Ja, und so wird dann der illokutionäre Gehalt dann gemeinsam hervorgebracht und bestätigt. Und jetzt nochmals zu diesem Beispiel zurück. Da finden wir nämlich ganz interessante Strukturen. Hier an dieser Stelle, da hieß es dann, also es hieß ja, erzähl mir, was das genau ist. Und dann fragt LB nach, das Gerät. Er gibt hier also eine mögliche Deutung, schlägt was vor und gibt dem anderen Gelegenheit, es zu bestätigen oder aber zu korrigieren. Und genau das macht UG an der Stelle. Er sagt dann, nein, nein, was du da machst, wofür du das brauchst. Also er hat schon verstanden, dass es ein Diktiergerät ist. Er will aber wissen, wofür es braucht. Ja, also die Gelegenheit zur Spezifikation, zur Richtigstellung ergreift UG an der Stelle. Und daraufhin quittiert LB das Ganze dann mit ach so und zeigt also an, dass das Missverständnis, was hier bearbeitet, aber auch behoben wurde, dass er erkannt hat, dass es behoben wurde. Ja?
Also was wir vorhin gesehen haben, Co-Production of Mutual Understanding, gemeinsame Hervorbringung von wechselseitigem Verstehen. Hier können wir sehen, wie es funktioniert, in so einem Dreischritt. Ganz ähnlicher Fall hier. LB gibt UG die Gelegenheit, doch nochmal von der Bitte abzusehen, zu erzählen, wofür er das braucht, weil die Geschichte eine langweilige ist und lange dauern würde. UG sagt dann, nein, du kannst schon erzählen, halt mach's halt bitte kurz. Und auch das hier, dass er das verstanden hat, diese Aufforderung, das quittiert dann LB wiederum hier mit diesem Okay. Auch wieder hier so ein Dreischritt. Das hat Shegloff mal sehr schön beschrieben, dass immer die dritte Position ist die Stelle, wo wir tatsächlich sicher sein können, dass dieses Mutual Understanding auch tatsächlich erreicht wurde. Ja, und jetzt können wir sehen, dass das Ganze nochmal eingeklammert ist durch dieses Paar. Erzähl mir, was das ist, und dann erzählt LB an dieser Stelle hier ab 514. Und zwischen der Aufforderung zu erzählen und der tatsächlichen Erzählung kommt dann zu so einer zu diesen beiden Zwischensequenzen, die so Vorabklärungen darstellen. Und erst wenn das geklärt ist, erstens, was genau soll erzählt werden, und zweitens, wie soll erzählt werden, wenn das geklärt ist, dann kann auch tatsächlich erzählt werden. Okay, schauen wir uns nochmals eine andere Struktur an. Wir sehen, hier geht es immer abwechselnd. Ja? UG, LB, UG, LB, UG, LB, UG, LB. So laufen Gespräche normalerweise. Wir wechseln uns gegenseitig ab. Ohne dass es ein Skript gibt, aber dieser Sprecherwechsel findet statt. Und auch das ist detailliert analysiert worden, in der Gesprächsanalyse. Denn es gibt hier das Grundproblem, wie regelt man eigentlich, wer als nächstes dran ist. Das ist bei Zweien vielleicht noch relativ einfach, wird aber schwieriger bei Mehr-Personen-Interaktionen. Sie kennen das ja alle, man ist zu sechs, zu siebt am Tisch. Dann ist es gar nicht so trivial, das so zu regeln, dass der Sprecherwechsel reibungslos funktioniert. Es kommt vielleicht dann mal zu Unterbrechungen, aber es muss immer jemand als nächstes dran sein. Denn Sie kennen das auch alle, wenn wie unerträglich und unangenehm das ist, wenn solche Pausen entstehen, wo plötzlich niemand mehr was sagt. Wir halten das nicht lange aus, wir finden das ausgesprochen unangenehm, schweigen zu müssen im Gespräch, weil wir es so sehr verinnerlicht haben, dass immer irgendjemand als nächstes dran sein muss. Wir haben also so, so einen Mechanismus verinnerlicht, den Shegloff-Jefferson 1974 beschrieben haben, in einem ganz berühmten Aufsatz, den Sie unbedingt mal lesen müssen oder zumindest über diesen Aufsatz nachlesen können in der Einführung von Birkner et al. Diese Systematik ist denkbar simpel, nämlich sie funktioniert so, dass es potenzielle Übergabestellen gibt. Die Autoren nennen das Transition Relevant Points, also da, wo es möglicherweise zu einem Sprecherwechsel kommen könnte. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, die wir haben. Nämlich entweder die aktuelle Sprecherin wählt eine andere Sprecherin ganz gezielt aus. Zum Beispiel, Tim, was sagst denn du dazu? Oder aber eine andere Sprecherin wählt sich selbst. Wir sagen zum Beispiel, ja, ich bin total kaputt von den Anstrengungen der letzten Woche. Und dann sagt jemand anders, du, mir geht's genauso. An genau dieser Stelle. Dritte Möglichkeit, wenn das nicht passiert, wenn ich also weder jemand anderen direkt aufrufe, noch jemand anders macht sich selbst zum Sprecher, zur Sprecherin, dann kann auch ich selber mich wieder als Sprecherin wählen, als Sprecher wählen, kann also einfach weiterreden. Ich könnte dann sagen, oh, ich bin total kaputt von letzter Woche und ich weiß auch gar nicht, wann das mal wieder besser werden soll. Und dann kommt es wieder, ist wieder eine übergaberelevante Stelle erreicht und dann läuft dieser Mechanismus von vorne. Das mehr brauchen wir nicht, um zu erklären, wie das funktioniert. Die Frage ist jetzt halt vor allem, wie erkennen wir eigentlich potenzielle Übergabestellen? Und zweitens, was tun wir, wenn dieser Mechanismus mal hakt? Darauf möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen, dazu gibt es tolle Untersuchungen.
Aber klar ist doch, es ist auf eine Art total trivial, was die Autoren hier beschrieben haben. Aber es ist halt nicht trivial. Und wir haben es aber so sehr verinnerlicht, dass wir es gewissermaßen blind zur Anwendung bringen können, diesen Mechanismus. Und es ist dann Aufgabe der Wissenschaft und hier eben der Gesprächsanalyse, dieses unbewusst ablaufende Regelwerk, diesen unbewusst benutzten Mechanismus über die Bewusstseinsschwelle zu heben. Gut, und so läuft dann eben normalerweise das Gespräch ab. An jeder Stelle wird immer neu entschieden. Spreche ich selbst weiter, spricht der andere, wähle ich jemanden selbst aus. Aber wir haben ja jetzt hier eine Geschichte, die erzählt wird. Und schauen wir uns mal an, also er fängt hier an, es gibt einen Haufen Leute, die beschäftigen sich auf wissenschaftlichem Level mit gesprochener Sprache. Und hier ist jetzt UG, vorhin sehr viel Sprecherwechsel war, kaum noch beteiligt. Das Einzige, was er macht, ist einmal okay und einmal zu sagen. Im Sinne von, ich höre dir noch zu, red weiter, ich verstehe dich und so weiter. Aber eigentlich gehört der Floor, wie wir sagen, LB, der hier erzählt. Und damit das möglich ist, braucht es aber Vorlauf. Da braucht es eine gewisse Vorbereitung. Und was wir vorhin gesehen haben, dieses Erzähl doch, was das ist und diese Absicherung, soll ich wirklich erzählen, das leitet eine Erzählsequenz ein. Und in dieser Erzählsequenz ist dann das Turntaking kurzfristig suspendiert. Aber dazu muss LB gewissermaßen das Ticket gelöst haben, so nennt man das in der Gesprächsanalyse, das Ticket dafür, jetzt mal länger reden zu dürfen und sich nicht immer erneut, sich nicht an jedem Punkt fragen zu müssen, muss jetzt jemand anders reden. Genauso kann UG sich jetzt mal bequem zurücklehnen und kann so lange zuhören, abgesehen von kurzen Rückmeldesignalen, bis die Geschichte zu Ende ist, meistens mit so einer Art Pointe oder mit, ja, und jetzt weißt du, was wir damit machen. Oder in irgendeiner Form muss es einen Abschluss finden, dass diese Sequenz zum Ende kommt und dann kehrt man wieder zurück in diesen üblichen Sprecherwechsel. Ja? Okay, also so werden Gespräche am Laufen gehalten, normalerweise abwechselnd. Wir können ein Ticket lösen für solche Erzählsequenzen. Wir können das ja auch machen, indem wir sagen, du, ich muss dir was total Lustiges erzählen. Und dann auch dann haben sie den Floor. Ja? Bis wir dann wieder zurückkommen zum Gespräch. Das haben wir jetzt also beschrieben. Wie kommen wir ins Gespräch rein? Wie halten wir es in Gang? Bleibt ein drittes Problem. Wie beendet man eigentlich ein Gespräch? Wir hatten gesehen, Gesprächspausen werden als extrem unangenehm empfunden. Wie schaffen wir es also, an den Punkt zu kommen, wo wir nicht mehr weiterreden müssen, wo wir auseinandergehen können? Und zwar, wie schaffen wir es, dahin zu kommen, im Einvernehmen und ohne unhöflich zu wirken? Stellen Sie sich vor, vielleicht haben Sie das auch schon gemacht, im Streit mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin, Sie sind in ein Streitgespräch verwickelt und dann legen Sie einfach auf. Ja, im Zorn. Mit das Konfrontativste, was Sie überhaupt tun können. Ein Gespräch einseitig beenden. Oder auch wenn Sie zusammenstehen vor dem Vorlesungssaal und Sie quatschen noch miteinander, wenn Sie einfach gehen, kommentarlos und das Gespräch einseitig beenden, das ist maximal unhöflich. Ja? Es muss normalerweise vorbereitet werden, dass Sie gleichzeitig und im Einvernehmen auseinandergehen können. Dazu mal ein Beispiel, wie so eine Gesprächsbeendigung ablaufen kann. Ein Telefonat mit meinem Großvater. Naja, also jedenfalls freue ich mich, dass wir ein paar Worte gewechselt haben. Ich soll recht herzliche Grüße jetzt bestellen von Christel. Dankeschön. Und wir sind gerade dabei, ein Prosecco zu trinken. Und den trinken wir natürlich auch auf dein Wohl. Ja? Herzlichen auf Dank. Auf das Wohl der jungen Generation und ganz besonders auch auf dein Wohl. Herzlichen Dank. Dann, also ja, liebe Grüße habe ich schon bestellt. Dann sag auch ich zum Wohlsein und euch noch einen schönen Abend. Es geht noch weiter. Ja, vielen Dank, lieber Simon. Vielen Dank für deine netten Worte. Ja. Und bis bald. Willst du hier noch von der Runde jemand sprechen? Bestell einfach. Ich werde alles übermitteln. Ne? Genau, mach das so. Ja,
Also, alles Gute und schönen Dank für deine lieben Worte. Ja, mach's gut. Tschüss. Okay, hier kommen wir also ganz am Schluss an den Punkt, wo wir diesen sogenannten Final Exchange vorbringen. Beide sagen wir Tschüss, Tschüss und sogar gleichzeitig. Vorher hatten wir gesehen, ins Gespräch kommen wir rein, indem beide Hallo plus Name sagen und sozusagen das komplementäre Gegenstück am Ende dann Tschüss Rudi, Tschüss. Auch mit Mach's gut noch als so eine Zusatzformel dazu. Wie kommen wir zu dem Punkt? Wir können ja auch nicht einfach hergehen, im Gespräch einfach sagen Tschüss und dann gehen. Ja? Auch das wäre maximal unhöflich, sondern das muss vorbereitet werden, dass wir genau an diesen Punkt kommen, wo wir am Ende Tschüss sagen können. Schauen wir es uns mal an. Es beginnt nämlich tatsächlich schon gleich am Anfang. Da heißt es nämlich von Rudi, also jedenfalls freue ich mich, dass wir noch ein paar Worte gewechselt haben. Hier wird also schon in der Vergangenheitsform auf das Gespräch Bezug genommen, obwohl es ja gerade noch läuft. Ja, aber es wird sozusagen schon als etwas bereits Vergangenes adressiert und das kann schon mal andeuten, dass man jetzt so langsam mal zum Ende kommt. Dann gibt es so eine Reihe von anderen Handlungen, wie ich soll recht herzliche Grüße bestellen, dann sagt er, was am weiteren Verlauf des Abends noch geschehen wird, damit ich klar wird, damit ich einen Eindruck davon habe, wie was da sonst noch so passieren wird. Ich bedanke mich für die Glückwünsche, dann werden nochmals hier liebe Grüße ausgerichtet. Es werden Wünsche übermittelt, man wünscht sich einen schönen Abend, es wird sich bedankt. Dann komme ich hier an der Stelle, wo ich sage, bis bald, Rudi, womit ich dann, da ist schon fast das Ende erreicht. Rudi bringt dann aber nochmal ein neues Thema auf, indem er sagt, ja gut, wir gehen jetzt auseinander, aber das Gespräch selber könnte ja noch weitergehen, einfach mit jemand anderem. Also die Telefonverbindung könnte aufrechterhalten werden für ein Gespräch mit jemand anderem. Ich versuche mich da so ein bisschen rauszuwinden. Ich möchte nicht direkt Nein sagen und sage hier so ein schüchternes M. Und mein Großvater, höflich wie er ist, greift es dann auch auf und gibt mir also Gelegenheit, da rauszukommen, schadlos, und sagt, nein, ich werde alles übermitteln und so weiter. Und dann kommen wir hier an den Punkt, danke für deine lieben Worte abschließend. Und dann erst, nachdem wir also so lange uns aneinander angenähert haben und so viel Konsens hergestellt haben über diese ganzen rituellen Dinge, dann ist dieser Final Exchange möglich. Es ist auch tatsächlich bedeutsam, dass dieser Final Exchange aus zwei identischen Äußerungen besteht, weitgehend identischen. Ja, hier ist noch der Name eingelassen. Aber ansonsten ist es exakt gespiegelt. Herkömmliche Gesprächssequenzen, also Adjacency Pairs, sind typischerweise komplementär. Wie Frage-Antwort, Vorwurf-Rechtfertigung und so weiter. Und Grußformeln zu Beginn und zum Anfang sind aber, haben gerade diese komplementäre Struktur nicht, sondern sind tatsächlich symmetrisch gespiegelt. Wenn es darum geht, sowas wie Konsens herzustellen, der dann letztlich darin gipfelt, dass man im Einvernehmen gemeinsam auflegt, dann kann dieser Konsens auf maximal gute Art und Weise mit so einer eigentlich inhaltsleeren, aber identischen Formel geäußert werden. Ja, wird kein neues Thema mehr eingebracht in dem Wortchen Tschüss, denn es hat ja keine referenzielle Bedeutung. Das ist einfach ein ritualhafter Ausdruck, der eben an genau dieser Stelle typischerweise geäußert wird. Also maximales, formales Einverständnis ohne die Gefahr, dass irgendwas wieder thematisch werden könnte. Und dann ist der Punkt erreicht, wo beide gemeinsam auflegen können. So läuft es in Telefongesprächen. In herkömmlichen Gesprächen kann das auch mal ein bisschen anders funktionieren, weil wir auch sowas wie Blickkontakt noch haben. Wir winken dann möglicherweise zum Abschied oder ähnliche Dinge. Auch da immer ist es so, dass wir das vorbereiten müssen, dass wir auseinandergehen und dass als allerletztes in den allermeisten Fällen so ein Final Exchange gibt, der sehr häufig aus
so einer Spiegel, so einer gespiegelten Struktur besteht. Unglaublich faszinierend, das im Detail nachzuvollziehen, und auch das wieder sowas, das machen wir einfach so. Ja, wir haben das so verinnerlicht, dass es so funktioniert, in unserer Kultur zumindest. Und es ist dann Aufgabe der Wissenschaft und eine faszinierende Aufgabe der Wissenschaft, genau diese Techniken, die wir alle unbewusst anwenden und beherrschen, bewusst zu machen. Sie werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen mal so manches Mal sich selbst belauschen, wenn Sie Ihre Gespräche beenden. Das wird Sie vielleicht auch ein bisschen irritieren, aber keine Sorge, das vergeht auch wieder. Irgendwann können Sie auch wieder ganz unbefangen Ihre Gespräche führen, Sprecherwechsel organisieren und Ihre Gespräche beenden, ohne ständig darüber reflektieren zu müssen. Aber zunächst mal ist auch das ein ganz interessanter Effekt von Gesprächsanalyse, wie sehr die eigenen Routinen plötzlich fragwürdig werden durch die Analyse. Okay, zum Fazit. Wir hatten gesehen, gesprochene Sprache, die typischerweise im Gespräch vorkommt, weist eigene grammatisch-strukturelle Merkmale auf, weil mit Verbzweitstellung zum Beispiel, aber auch andere Dinge, die sich häufig auch für die Aufgabe der Gesprächsorganisation als funktional erweisen. Das ist in der Forschung zu Diskursmarkern vielfach gezeigt worden. Und wir müssen auch eigene grammatische Normen anlegen für gesprochene Sprache im Gespräch. Wir können die Gesprächsanalyse als eine Art Erweiterung der Sprechakttheorie beschreiben. In mehrerer Hinsicht. Zunächst mal ist sie empirisch viel, viel detaillierter und ist aber auch adäquater, weil eben gesprochene Sprache, Sprechakte selten isoliert vorkommen, sondern typischerweise ganze Sprechaktsequenzen bilden. Und wenn es also darum geht, die Sprachwirklichkeit adäquat abzubilden, dann kommen wir mit der sehr theoretischen, mit fingierten Beispielen arbeitenden Sprechakttheorie nicht wirklich weit. Und wir haben auch gesehen, dass wenn wir Sequenzen untersuchen, wir zeigen können, dass der Handlungswert, also der illokutionäre Gehalt von Äußerungen, gemeinsam hervorgebracht wird. Sowas wie der Vorschlag, also die Äußerung, es ist eine recht langweilige Geschichte und die ist lang, dauert lang, die zu erzählen, war in diesem Kontext, aber auch wirklich nur in diesem besonderen Kontext, ein höfliches Angebot von der Aufforderung, eine Geschichte zu erzählen, nochmal zurückzutreten. Ja? Und diese Funktion erfüllt es aber tatsächlich nur in diesem sequentiellen Kontext und wird dann aber auch vom anderen genauso akzeptiert und ratifiziert, indem er dann anschließt, Kurzfassung bitte. Ja, und deswegen sprechen wir von dynamischen Kontextualisierungen von Bedeutungen im Gespräch. Und all das kann die Gesprächsanalyse erfassen. Und wir können somit auch zeigen, dass soziale Ordnung im Gespräch interaktiv gemeinsam hergestellt und auch ausgehandelt wird. Das ist der wichtige Beitrag für soziologische Fragen, aber auch hat sich dann die Linguistik über die Gesprächsanalyse genau diese Frage sozusagen für sich erobert, dass wir gerade anhand von solchen Daten uns auch als LinguistInnen die Frage nach sozialer Ordnung stellen können. Das ist die Literatur von heute. Ich möchte Ihnen allen sehr ans Herz legen den Aufsatz von Sacks, Shackloff, Jefferson. 40 Seiten, in die Sie viel Hirnschmalz investieren müssen, aber es ist unfassbar erhellend, einmal ganz detailliert nachzulesen, wie unser Sprecherwechsel eigentlich funktioniert. Ein Teil der Daten habe ich entnommen von diesem Projekt aus Münster, DAFDATS Sprache Interaktion, wo Gesprächsdaten erhoben wurden und kategorisiert wurden, um es in Sprach-, Lehr- und Lernkontexten einsetzen zu können. Wir können uns zum Beispiel dann Belege für Verzweitstellung ausgeben lassen. Tolles Projekt, klicken Sie sich da gerne mal rein. Und das lasse ich unkommentiert. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.